Ja, herzlich willkommen. Ich musste gerade dran denken, wenn meine Oma jetzt noch leben würde und sie würde erleben, wie ich in meiner Wohnung sitze und ein Video aufnehme mit Mozart als Untermalung, dann würde sie sagen, was ist denn da passiert? Und würde sich natürlich freuen. Aber es gibt heute nur einen einzigen Soundtrack, einfach der dazu gut passt. Das ist halt Mozart. Denn heute schauen wir uns an Adel verpflichtet, ein Historic Fantasy Quellenband zur KUK Monarchie. Das ist Midgard 1880 bzw. Abenteuer 1880 hier auf einem Silbertablett serviert, um das alles ein bisschen klassischer zu halten. Das ist ein Quellenband, wie gesagt, über Österreich-Ungarn in der Zeit, ja, in der wilhelminischen Zeit, in der viktorianischen Zeit. Und dieses Quellenband ist universal zu benutzen. Also man kann es auch für Cthulhu als Quellenband benutzen. Man kann es auch für Private Eye als Quellenband benutzen. Oder für alle Settings, die in diesem Zeitraum spielen. Denn es hat jetzt nichts, ja, nicht so intensiv mit den Regeln zu tun von Midgard 1880, sondern ist wirklich ein geschichtliches Werk. Man kann es wirklich so nennen, auch wenn es jetzt nicht den Ansprüchen wahrscheinlich einer historischen Chronik irgendwie genügen kann, weil natürlich auch Dinge drin sind, die ja der Fantasy entspringen. Und das sind natürlich so Sachen wie, sagen wir mal, so fiktive Figuren aus Romanen oder solche Geschichten. Also hier kommen jetzt keine Geister oder mythischen Wesen vor, sondern das hier ist eher so, ja, wie kann man es sagen? Das ist eher so literarisches Fantasy oder literarische Geschichten, die auch teilweise mit auftauchen können. Ja, so, mal gucken. Also, es ist Hardcover, es ist richtig fett. Das, was wir hier jetzt machen, ist ein durchgeblättert Video. Ich werde noch ein weiteres machen, ein kurzes vorgestellt Video, aber das ist hier die Nummer. Wir blättern in Ruhe durch. Ich habe keinen Kaffee, ich habe jetzt Wasser am Start. Und wir werden gemütlich durchgehen. Das kann auch ein bisschen dauern, wie gesagt, ich nehme mir dafür Zeit. Denn dieses Buch liegt mir schon länger vor, ich habe es aber total vergessen. Es lag auf einem Stapel und dann hat ein Zuschauer geschrieben, ach, das würde mich mal interessieren, das Buch, kannst du das auch mal durchblättern? Und ich denke, hä? Habe ich das nicht gehabt? Und habe geguckt, habe es nicht gefunden und habe es dann beim Verlag nochmal bestellt. Jetzt habe ich es zweimal. Wunderbar, aber mit dem zweiten Buch werden wir nochmal eine schöne Aktion machen, denke ich. So, das kostet 36,95, also 37 Euro. Für ein Hardcover-Buch, ja, ist es natürlich Schwarz-Weiß-Druck. Es ist eine Karte drin, ja, eine Farbkarte, die auch, ja, die ist zwar auf so Papier gedruckt, aber das Papier wirkt jetzt nicht sehr dünn. Ne, ist sehr, sehr schön gedruckt. Und hier ist nochmal eine Stadtkarte von Wien. Ja. Kann man natürlich jetzt hier so auf der kleinen Cam nicht so gut zeigen, dass hier ist dann nochmal Österreich-Ungarn so mit so einer Übersichtskarte. Also das ganze Reich. Die ist schon dabei. Es sind, muss ich gerade mal reinblättern, 270 Seiten oder 268 Seiten. Hinten drin ist sogar noch ein Charakterblatt. Abenteuer Adel verpflichtet, sogar extra für das Adel verpflichtet nochmal. Zum Kopieren. Vorne. Ja, Familienbilder und es hat Lesezeichen. Lesebändchen meine ich. Es hat drei Stück. Die Farben, ja, pa fantastisch. Perfekt. Die Farben passen natürlich perfekt. Ja, wunderbar. So, genau. Das ist es jetzt erstmal. KUK Monarchie. Und das Schöne ist, man kann bei Midgard 1880 immer was lernen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, auch gerade wenn ihr Eltern seid oder sowas, ist Midgard 1880 echt ein geiles System, mit dem ihr euren Kindern auch historische Dinge näher bringen könnt und so spielerisch auch ein Interesse an Geschichte wecken könnt.
Also ich merke das hier auch immer mehr, also umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr werden mir Dinge bewusst, die ich dann nochmal im Detail nachschlage. Ja. So, wir fangen an, wir blättern einfach mal rein. Ganz gemütlich, heute ist Sonntag. Ich glaube, ich koche mir auch gleich nochmal einen Kaffee. Vielleicht mache ich jetzt gleich nochmal aus und mache einen Kaffee. So mittendrin, ne? So quasi so ein Break. Wie gesagt, es ist schwarz-weiß, es ist ein Haufen Fotos drin. In der Regel steht auch immer hier auf der Rückseite über 200 Bilder, Zeichnungen, Illustrationen, Kartenpläne, doppelseitige Posterkarte, haben wir schon gesehen, und so weiter und so fort. Und es werden halt immer die spannendsten Schlaglichte in diesen Zeiträumen natürlich herausgesucht, die sich auch natürlich sehr gut für Abenteuer eignen oder als Abenteuerhintergründe. Inhalt: Vorwort Österreich-Ungarn im Blick seiner Nachbarn. So, dann zur Geschichte Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert. Da ist ja schon so ein bisschen, Österreich-Ungarn hat viele Probleme. Ne, der Abgesang ist so ein bisschen, sagen wir mal, ist angeschoben worden. Und es war nicht mehr so ganz alles so. Hat nicht alles so gut funktioniert. Dann die Donaumonarchie im Überblick. Dann Donau so blau. Herrschaftsgebiete der Donaumonarchie. Und das ist auch so: Hier ist jetzt nicht nur Österreich-Ungarn drin, natürlich. Hier ist natürlich auch. Also es ist nicht nur. Es sind nicht nur quasi diese zwei Länder, sondern es geht auch noch. Es ist natürlich Böhmen, ne, dabei, Dalmatien. Kärnten, Krain, Salzburg, ja, Oberniederschlesien, Steiermark. Also da wird schon sehr ins Detail reingegangen. Grafschaft Tirol, das Küstenland. Ja, also da ist wirklich dann halt auch ein großer Mix, ja, wenn man heutzutage dran denkt, ja, was ist Österreich-Ungarn? Hier sind halt auch noch andere Dinge drin, die man so gar nicht, ja, vielleicht sich gar nicht so sofort wusste, ne, dass die da eine Rolle spielen. Städte haben wir auch einen Haufen drin, ja? Wien, Budapest, Agram, Innsbruck, Krakau, Lemberg, Prag, Salzburg und Triest. Wunderbar. Das heißt, wenn man da in der Region spielt, hat man wunderbar alles so auf einen Blick. Kann dann eine tolle Reise durch die Weltgeschichte unternehmen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Land und Leute, wie gesagt, das ist der Unterschied. Oft zu solchen geschichtlichen Bänden. Bei geschichtlichen Bänden geht es immer oder sehr häufig nur um Politisches, um Kriege, um Herrscher, um Posten und so weiter und so fort. Aber Rollenspiel braucht ja auch noch immer Land und Leute. Wie funktioniert die Gesellschaft? Wie funktioniert der Adel in Verbindung mit einer, ja, Industrialisierung, ja, sogar Duelle, Kirche, Religion, Essen, Trinken, Bildung, Presse, Tourismus, Bankwesen. Also hier finden wir echt alles und alles auch gut recherchiert und zusammengetragen. Ja, wie war denn im 19. Jahrhundert die Universität? Ne? Also wie lief das denn da? Und ja, können wir sehr viel mitnehmen. Zeiten und Menschen, das haben wir auch immer. Also besondere Persönlichkeiten. Das ist also Wahnsinn, was da anfangen. Also wenn man mal in diesem, wie sagt man, Anfang des 20. Jahrhunderts, was da für Größen unterwegs waren, die teilweise bis heute alles noch beeinflussen. Ja, das hat man schon auch in den anderen Büchern gesehen zu England und so oder zu generell also der Enzyklopädie. Das ist ja so ein Weltenband quasi. Also das Kompendium heißt das. Der Dr. Rainer Nagelius Kompendium. Ja, da hat man mal gesehen, diese Namen, diese Sigmund Freud und Sherlock Holmes und so. Nein, aber das sind Namen, die haben so einen Klang bis heute. Ne, wenn man heute überlegt, die meisten Leute, die heute irgendwie was erfolgreich machen, die verschwinden relativ schnell wieder oder kommen gar nicht in die Wahrnehmung rein. Und damals sind die Leute, die was Herausragendes geleistet haben, die sind einfach so überlebensgroß in Stein gemeißelt, weil die es halt geschafft haben, überregional bekannt zu werden, in einer Zeit, wo das noch nicht so einfach war. Ja, heute kann jeder einfach einen Account machen und ist auf einmal irgendwo überregional bekannt. Ne? Also, ob er was leistet oder nicht.
Und das ist jetzt das Ding, warum es auch Fantasy ist, weil hier ist zum Beispiel jetzt auch der Graf Dracula mit drin, ne? Das sind halt solche Sachen, das geht halt nur, wenn es halt kein historisches Setting ist. Ja, Irrungen und Wirrungen, ja, dann geht es dann um die politischen Sachen, ne? Russland gegen der schwarze Adler, Triester Geschichte, Anschlag auf den Kaiser, ja, und dann haben wir noch einen Appendix. Reiseliteratur. Also wenn das so genauso ist wie in den meisten anderen so Büchern, dann ist hier hinten dieser kurze Teil, das ist dann das, was es dann auf Midgard 1880 auch so ein bisschen prägt. Und der Rest ist halt wirklich geschichtliches, Gesamtwerk, ne? Überblick wert. Also wirklich kann ich euch nur empfehlen, diese Sachen, die Sie gehen halt so ein bisschen unter in diesem weißen Rauschen der Cthulhuiden-Massenproduktion. Pegasus bringt ein wirklich tolles Rollenspielsystem raus mit Cthulhu und auch schon tolle Preise und so weiter und so fort. Man merkt aber natürlich, dass da ein großer Konzern dahinter steckt, der einfach Auflage verkaufen muss und so weiter und so fort. Das merkt man natürlich. Und das ist jetzt auch nicht schlimm. Also nicht falsch verstehen, nur es ist was anderes als das hier. Ja, hier bekommt ihr für 37 € halt fast 300 Seiten und die sind halt auch wirklich qualitativ sehr, sehr gut. Und wie gesagt, egal ob Cthulhu, Private Eye oder sonstige Dinge, ihr braucht es nicht unbedingt von Cthulhu kaufen. Wenn es das vielleicht auch gar nicht mehr gibt oder in der Qualität, dann kauft es hier von Midgard 1880. Übrigens, diese ganzen Sachen von Midgard 1880 gibt es jetzt auch bei mir im Webshop. Und das ist das, worauf ich stolz bin. Ich habe Midgard 1880 auf meinem Kanal schon angepriesen oder vorgestellt. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich das vielleicht auch in meinem Webshop anbieten könnte. Das heißt, ich war schon davon überzeugt. Ja, und jetzt biete ich es auch noch an. Das ist alles aus einer Hand. Wie gesagt, unter dem Video findet ihr den Link. Ja, alles könnt ihr, egal ob Grundregelwerke, Abenteuer, was auch immer, wenn ihr die bei mir kauft, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wie gesagt, ich mache den Webshop hauptsächlich zum Lernen, ja, für meine neue berufliche Zukunft. Das heißt, ich möchte Erfahrung sammeln. Also bestellt, bestellt, bestellt. Ich versuche so wenig wie möglich Fehler machen. Wir treffen uns in der Mitte. Nein, das nehme ich sehr ernst und das wird auch ja. Denke ich schon einigermaßen reibungslos laufen. Okay, zur Geschichte Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert. Ja, es ist wirklich so, man kennt es eigentlich doch. Also, ich gehe jetzt natürlich nur von mir aus. Ne? Hier sind wahrscheinlich sehr viele Leute, die viel mehr Ahnung haben davon. Man kennt es doch eigentlich nur daraus, dass die Sissi da rumgelaufen ist. Keine Ahnung, ob das irgendwie in diese Zeit gefallen ist. Wahrscheinlich nicht. Und dass halt in Sarajevo ein Österreicher erschossen wurde und dadurch der Erste Weltkrieg so in Gang gekommen ist. Aber was das so richtig bedeutet, ja, diese Monarchie und dieses ganze Vielvölkerding, Balkan, Österreich oben drüber und so weiter und so fort, diese ganze politischen Verwicklungen zwischen Adel und althergebrachten Systemen, ja, diesen Feudalsystemen nenne ich es jetzt mal, oder feudal geprägt, die jetzt auf die Industrialisierung prallen, ja. Also wo ganze Reiche dann auch untergegangen sind, ja. Österreich-Ungarn ist ja untergegangen, das Osmanische Reich ist untergegangen, das Deutsche Reich ist halt in der Zeit hervorgegangen, ist aber dann auch zweimal untergegangen. Ja. Also da war richtig viel Bewegung drin, ja. Und das ist auch super spannend. Und da lerne ich natürlich dann auch spielerisch, ich beschäftige mich mit Dingen. Und lerne spielerisch, bilde ich mich. Und das finde ich richtig, richtig geil. Das ist das, was ich früher bei PC-Spielen auch schon immer so geil fand. Wenn man da irgendwas gespielt hat und denkt gar nicht drüber nach und auf einmal hat man eine Vorstellung, wo der Stamm der Kaledonier gewesen ist oder wo die, weiß ich nicht, wie groß das römische und das
Oströmische Reich waren, in welcher Ausdehnung und solche Dinge, die man einfach spielerisch lernt. Und hier haben wir es natürlich jetzt nochmal sehr, sehr schön strukturiert mit ganz vielen so, sagen wir mal, Datumskästen und alles, was wir brauchen, auch um tolle Geschichten daraus zu ziehen. Ja. Der Zar und die Logik der Zahlen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist, ach hier, Kaiserin Sissi. Also das war wohl doch diese Zeit. Wie gesagt, ich habe das nie gesehen, dieses Sissi-Zeug. Also nein, das ist überhaupt nicht so meine Baustelle. Die Donaumonarchie im Überblick. So, jetzt geht's eigentlich jetzt richtig los. Und das Erbe der Habsburger, muss man sich auch mal vorstellen, so eine Familie, die da ja, einfach über Jahrhunderte Fäden zieht, wahrscheinlich auch noch bis heute, wenn man so tief verwurzelt ist in allem, dann ja, kommt man da ja auch. Es ist schon sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Also im negativen Sinn, ne, dass man da irgendwie keine Rolle mehr spielt. Geld, 20 Kronen, aha. Ja, Währung. Was haben wir hier? Auch immer sehr, sehr schön gemacht. Hier mit Zeichnungen. Ach, das ist ja geil. Das ist so quasi so ein Organigramm. Ne? Oberbefehl der KOK-Armee. Hier der Kaiser ganz oben drüber. Was hatte da? Der ernennt einen Finanzminister, einen Ministerpräsident. Achso, es gab einen für Österreich, einen für Ungarn. Jeweils einen eigenen Ministerpräsident. Der ernennt einen Außenminister. Das muss man sich aber auch mal geben, ne? Das sind vier Minister, der Kaiser, der so ziemlich alles machen kann. Ja? Und ja, das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, in welcher Beziehung der steht, ob das der Kaiser auch mitmacht, den Oberbefehl über die Armee. Das wird man aus dem Text dann lernen. Aber das sind so die Ministerposten, also quasi ein Kriegsminister und dann hier die beiden Außen, Finanz und die Ministerpräsidenten für die Länder, fertig. KOK-Beschlüsse. Es sind halt sehr, sehr wenig. Ja? Also, es wurde halt, ach ja, es ist halt so gegliedert: einmal Wien, einmal Budapest, die haben alle Ministerien, sodass man das schon ganz interessant zu sehen. Ja? Und dann geht das so immer weiter runter, aber halt der Kaiser sitzt halt ganz oben und mischt sich halt in alles ein. Ne? Ja, man sagt ja auch, dass, sagen wir mal, das deutsche Heer im Ersten Weltkrieg auch so erfolgreich war, weil der Kaiser sich halt nicht eingemischt hat. Ja. Es ist wahrscheinlich gar nicht so gut, wenn man immer nur einer so alles entscheidet, gerade so ganz, ganz große Dinge. Da müssen sich schon ein paar Leute beraten und auch gegenseitig halt auch mal so Fehler und sowas dann auch mal im Vorhinein bemerken und abstellen. Ja. Das macht schon viel Sinn, so in so einer Entscheidungsfindung. Hier sind jetzt die Ministerpräsidenten und so weiter alle mal aufgeführt. Ja. Auch interessant. Parlamente. Also ich finde halt, das wäre, stellt euch mal vor, man macht Geschichtsunterricht, indem man sagt, ey, wir spielen Abenteuer hier Midgard 1880, ne? Und dann erklären wir euch da anhand dieses Abenteuers die Geschichte. Why not? Müssen wir halt überlegen, wie man das irgendwie auf 20 Schüler hochprojiziert oder so. Keine Ahnung. So, die Armee ist auch ganz interessant. Die war ja, wie man dann gemerkt hat, im Ersten Weltkrieg schon relativ veraltet. Also die war mehr Schein als Sein. Hat auch nicht so gut performt. Natürlich schon performt, aber es gab halt viele Mängel in der technischen Ausstattung. Und vor allem halt auch Österreich halt auch als Seemacht. Ja, die haben ja dann auch Häfen und so gehabt. Finde ich auch super spannend. Berühmte Verbände des Heeres. Ja. Kaiserliche Leibgarde. Aha, Landwehr und Landsturm. Das ist halt so krass, ne? Das ist halt
Es ist halt, wenn man so sieht, ne, von den, sagen wir mal, Mitte, also drei, so 1935 oder so, da, oder sagen wir mal, halt der Zweite Weltkrieg, das sehen wir halt schon relativ modern organisierte Kampfverbände auf allen Seiten, die es eigentlich von den Strukturen her bis heute gibt. Und hier sehen wir, dass da noch so diese altstrukturierten Kampfverbände und so drin sind. Also jetzt nicht, also der Verbund der Waffensysteme ist jetzt noch nicht so ein Thema, Kommunikation ist nicht so ein Thema. Die stecken so auf dem halben Weg zwischen diesen großen mittelalterlichen Landschlachten und der Moderne. Also die stecken so genau dazwischen. So. Und es gibt halt, auf der einen Seite gibt es halt, weiß ich nicht, Maschinengewehre und keine Ahnung, auf der anderen Seite reiten die halt mit Pferden noch durch die Gegend. Oder haben auch meinetwegen auch noch leichte Kavallerie mit Säbeln und solche Geschichten. Während die anderen schon mit Repartiergewehren da rumlaufen. Also es ist eine total wilde Zeit. Dann diese Panzerschiffe. Ja, auf der einen Seite haben wir Panzerschiffe, auf der anderen Seite werden die halt mit Dampfkraft angetrieben und so. Also das ist schon der Wahnsinn. Und Segelschiffe haben wir auch noch, ja. Also es ist der Wahnsinn. Hier die Kriegsmarine um 1890. Es ist so eine tolle Zeit, also so eine tolle. Es ist uns so nah und doch so fern, ja. Vor allem auch diese Adelstitel. Es gab ja dann noch mal so, man konnte ja so Titel vergeben oder es wurden so Ehrentitel vergeben, ne? Stallmeister oder Mundschenk oder sonstige Dinge. Und die wurden dann halt auch aus Prestigegründen vergeben, weil man dadurch dem Kaiser dann auch nah sein konnte. Ja? Man hat irgendein ein reicher Adliger oder so, keine Ahnung, der war dann dafür zuständig, morgens dem Kaiser beim Ankleiden zu helfen. Ja, ich hatte ja aber halt den direkten Zugriff auf ihn. Ne? Ja, Krisenherd Balkan, da kann man richtig viel machen, natürlich auch mit den internationalen Mächten, die dann das natürlich auch sehen und vielleicht auch dann mit eingreifen und versuchen irgendwie das Reich zu schwächen. Kolonialpolitik, da weiß ich sowohl gar nichts. Ja, hier steht's, genau. Obwohl nicht im Besitz von Überseekolonien. Damit habe ich auch noch nie was gehört. Aber es gibt, ja, es gibt missionarische Aktivitäten, wissenschaftliche Expeditionen und so weiter. Und die haben natürlich auch versucht, irgendwie auf Märkte zu kommen und dort irgendwie dazu handeln und so. Das ist natürlich zu guten Konditionen und so, aber direkt Kolonien hatten sie nicht. Nationalitäten der österreich-ungarischen Monarchie. Hier sind auch so viele tolle Tafeln drin. 26% sind Deutsche. So. Also jetzt 1880. Ne? Das ist hier sogar, verschiebt sich sogar noch ein bisschen. Magyaren waren 17%, Tschechen 13%. So, das sind die größten Anteile. Ach nein, es ist. Ach so, hier unten kommen noch mal ein paar große: Polen, Ruthenen, Serbokroaten, Slowaken, Slowenen, Rumänen, Italiener, ja klar. Sonstige, ja, 37 Millionen Leute. Muss man sich auch mal vorstellen, ne? So ein Riesenreich hatte damals 37 Millionen Leute, ne? Die hätten heute halt auch, weiß ich nicht, hätten die vielleicht schon die 100.000, die 100 Millionen? Ja, so ein Riesenreich. Hier sehen wir es noch mal im Überblick. Krass, das ist mir auch alles, oder vieles ist mir gar nicht so bewusst. Ja, Österreich, Kärnten, Tirol und so, das hat alles mit dazugehört. Das hier, das alles. Krass. Ja. Und das ist natürlich jetzt hier unterteilt nach Bevölkerungsgruppen. Aber hier sieht man mal, das kann man wunderbar gebrauchen. Dann kann man gucken, okay, wo kommen wir hin? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Die Vereinigten Staaten von Großösterreich.
Mann, 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 Mann. Das ist schon krass, wie sich sowas entwickelt hat über die Zeit. Adel verpflichtet. Ja. Antisemitismus auf jeden Fall auch ein Thema. So, Donau so blau. Leute, wisst ihr was? Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge geht. Ich habe vergessen, mein Handy. Ich habe gar kein Handy im Moment. Ach, deswegen habe ich es auch vergessen. Kann ich euch nur empfehlen. Mein Handy ist kaputt gegangen. Ich muss das jetzt heute irgendwie mal fertig machen, einschicken, dass es repariert wird. Es ist wirklich toll ohne Handy. Ich finde es wirklich gut. Ich muss mir das viel mehr abgewöhnen mit dem Handy, dass ich es zwar dabei habe und alles ist gut, aber dass ich es nicht die ganze Zeit irgendwie mit rumspiele und so. Ich fühle mich echt frei. Also es macht mir echt sehr, sehr viel Spaß, kein Handy zu haben. Das ist top, das ist super. Den Rest mache ich alles mit dem Computer, WhatsApp und so geht immer noch. Trotz, dass es an den nicht geht, bin ich ganz froh drum. Na gut, aber es ist ein anderes Thema. Das nächste Mal schauen wir weiter rein hier in dem Adel verpflichtet Band. Ich bin wirklich immer, also ich bin sehr, sehr begeistert von Midgard 1880. Auch wie schön und sorgfältig das alles gemacht ist. Schön gestaltet, auf diesem alten Style. Es hat wirklich so diesen Oldschool-Style und es passt halt auch wunderbar dazu, dass sie das auch immer weiter so behalten. Übersichtlich, schön mit Infokästen, da wo man es braucht. Viele tolle Bilder. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Schaut es euch mal an auf meinem Shop. Wie gesagt, unter dem Video findet ihr den Link. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann wahrscheinlich mit einer Tasse Kaffee oder so. Wir werden sehen. Bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Euer Dan. Ach ja, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da.